Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk. Bei mir zu Gast ist Oliver Kolecki. Schön, dass du da bist. Hallo Markus. Wir werden uns jetzt im Großen und Ganzen über ein Thema unterhalten, das dir quasi auf dem Leib geschneidert ist, das du vorlebst auf eine Art und Weise. Ich würde es mal so umreißen, vom Nerd zum Popstar. Sehr schön. Also ich meine so, aktueller Aufhänger ist natürlich deine neue Platte und vor allen Dingen das Cover deiner neuen Platte. Ja, und man sieht dich da im zarten Alter von 13 Jahren. Ja, genau. Da sahen wir uns übrigens sehr, sehr ähnlich. Tatsächlich. Ja. Ja. Beknackte Brille, angedeuteter Mittelscheitel. Und was man jetzt auf dem Cover nicht so sieht, was aber vermutlich genauso wie bei mir vorhanden war, Hautunreinheiten aller Art. Ja. Extremsten Form. Ja. Das heißt, wenn man so um die Ecke kommt in der Schule, dann fliegen einem die Frauenherzen nicht zu und die Jungs finden einen auch nicht mega cool. Negativ. Genau. So war es bei mir. Also bei mir war es auch noch so, dass ich eine Zahnspange hatte, also auch richtig, hatte 10 Jahre so eine Lose zum Rausnehmen, hatte 2 Jahre eine feste und von diesen 2 Jahren hatte ich auch noch ein Jahr so ein Gestell, wo man das so hinten befestigen musste. Also man hat schon von Weitem gesehen, dass da ein ziemlicher Freak um die Ecke kommt. Und ich habe gestottert, ganz schlimm, ich musste so Sprachunterricht nehmen. Also es kam bei mir von mehreren Seiten, einfach so ein richtiger Nerd, wo man eindeutig erkennen konnte, dass der hier und da ein paar Makel hatte und nicht von dem lieben Gott geküsst oder bevorteilt wurde. Wow, da kam es aber bei dir noch eine ganze Ecke dicker als bei mir. Wahrscheinlich, ja. Spange hatte ich ja nun keine und gestottert habe ich auch nicht. Was waren denn so die schlimmsten Titulierungen / also Pseudokosenamen, die man dir so Ach so, naja gut, das Auffälligste war ja erstmal, dass ich so total dünn und groß war. Das heißt, da waren sowas wie Spargeltarzan oder Bohnenstange, das waren so die Standards, mit denen ich mich schon in der Grundschule anfreunden musste und das ging eigentlich meine ganze Schulzeit so weiter. Da gewöhnt man sich irgendwann dran, als dann so richtig die Jahre waren, wo man wirklich von Mobbing sprechen konnte, wo es richtig extrem war. Ach, weiß ich auch nicht, da gab es so einiges. Alma, mein Speck, ich weiß auch nicht warum. Alma? Aber mein Alma, ich weiß auch nicht warum, alle haben mich Alma genannt. Ich weiß auch gar nicht, was so ein Alma so schlimm ist. Aber auf jeden Fall war in der schlimmsten Zeit war mein Hänselname war Alma. Alle haben mich Alma genannt. Alma war das arme Würstchen in der Klasse. Das heißt, du warst, wenn du jetzt konkret von Mobbing sprichst, auch wirklich so offensiv ausgegrenzt. Ja, total, genau. Also das ging auf dem Gymnasium los, in Braunschweig, wo ich war, so 7., 8. Klasse. Und ja, mit allem drum und dran, genau. Ich war der, auf dem sich irgendwie die schlechte Laune der Kameraden entladen hat. Und das ging los von erstmal morgens den Mülleimer über dem Kopf, wenn man in die Klasse betreten hat, oder so mit Papierkügelchen abgeworfen und sonst halt einfach nur so verbal fertig gemacht. Und das war schon nicht schön. Und das hat dazu tatsächlich geführt, dass ich die Schule wechseln musste, weil es so krass war. Also ich musste dann vom Gymnasium weil auch meine Noten darunter gelitten haben, bin ich dann vom Gymnasium auf eine Realschule gewechselt. Und dann, und da dachte ich, okay, jetzt, Olli, jetzt hast du es geschafft. Aber dann wurde es so richtig krass, weil dann kam ich halt als Gymnasiast in die Realschule. Auf der Realschule war auch keine schöne Realschule. Ich kam in eine Klasse, wo so ein Drittel Ausländer, ein Drittel Rechtsradikale und das andere Drittel war so Punks. War eine total krass gemischte Klasse. Und da kam ich dann halt als Gymnasiast rein. Und da war es dann noch mal schlimmer, noch mal ein ganzes Jahr. Also da war ich dann neu in der Klasse und da haben sich dann alle drei Parteien auf mich gestürzt. Und das Jahr war nicht schön. Das Jahr war richtig schlimm. Jetzt ist ja Mobbing in Schulen unter Kindern und Jugendlichen seit ein paar Jahren Gott sei Dank ein Thema, das auch mal öffentlich diskutiert wird. Mhm. Es ist so ein neues Bewusstsein dafür da. Zu der Zeit, als du in dem Alter warst und in der Schule warst,
Glaube ich, war das noch nicht so verbreitet. Nee. Wie haben da die Lehrer drauf reagiert? Also, das Gymnasium war total konservativ. Die haben sich da gar nicht so drum gekümmert. Also, wie ich das Gefühl gehabt, auf der Realschule war es so, dass die so überfordert waren mit diesen Extremen in der Klasse. Und es hat da auch keiner Bock, irgendwie zu lernen gehabt. Und es war ganz alles allgemein schlimm, dass das nicht thematisiert wurde. Und aber was auch halt so war, ich war halt ich war ganz anders als heute. Ich war total schüchtern, hatte kein Selbstbewusstsein, ich habe keinen Ton von mir aus herausgebracht. Das heißt, ich wurde selber auch nicht aktiv und bin irgendwo hingegangen und habe gesagt, diese Missstände herrschen hier in der Klasse. Und von daher, nee, ich habe das dann immer eher runtergeschluckt und habe, Gott sei Dank, Zuflucht in der Musik gesucht und gefunden und habe einfach wie ein Wahnsinniger Musik gemacht, immer wenn ich aus der Schule kam, Musik und habe mich ja so dahin geflüchtet. Wann hat denn das aufgehört? Das hat unglaublich lange gedauert. Vielleicht bin ich auch so ein Typ dafür. Das Ding ist, nach der Realschule habe ich ja Bankgefahren gelernt. Und in diesem Bankkoffer-Ding war ich halt sofort wieder der Außenseiter, weil ich immer noch so ein bisschen freaky aussah und weil man mich einfach in einen Anzug gesteckt hat, ohne dass ich da so richtig rein wollte. Und da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Das heißt, in dieser Bankausbildung war ich auch immer noch so ein bisschen, nicht Mittelpunkt der Gruppe, sondern auch immer noch so ein bisschen abseits. Nee, aufgehört hat das eigentlich, als ich mich selbst verändert habe. Also da muss man auch sagen, dass nicht, dass man mir selbst die Schuld geben kann, weil ich war, wie ich war. Meine Eltern hätten mir vielleicht einfach mehr Selbstbewusstsein in ihrer Erziehung mit auf den Weg geben können. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber ich hatte halt kein Selbstbewusstsein. Und das war auch während der Bankkaufmann-Ausbildung noch so. Und eigentlich erst, als ich dann persönliche Erfolge gefeiert habe, wie zum Beispiel mit dem Stottern habe ich zum Beispiel aufgehört, als mein Sprachlehrer zu mir gesagt hat, nachdem ich da schon Monate Sprachunterricht hatte, hat mein Sprachlehrer zu mir gesagt, du stotterst nur, weil du schneller denken kannst als andere Menschen und deswegen kannst du nicht so schnell sprechen. Mhm. Und mit dem Satz und mit diesem Spritzer Selbstvertrauen, den er mir da gegeben hat, weil er ja letztendlich gesagt hat, ich kann schneller denken, habe ich sofort nicht mehr gestottert. Ab dem Moment. Also Stottern war dann weg. Einfach nur, weil ich verinnerlicht hatte, okay, vielleicht stottere ich ja, weil ich was besser kann als andere. Und das war so ein Punkt. Es gibt halt so Schlüsselszenen in meinem Leben. Oder zum Beispiel, als ich die Bankkaufmann-Ausbildung geschafft habe, was auch keiner so richtig wirklich noch von mir geglaubt hat, dass ich die abschließen kann und die Prüfung bestehe. Das hat mir auch sehr viel Selbstbewusstsein verschafft. Und es kam dann eher von mir aus mir heraus, dass umso mehr ich irgendwie dann erreicht habe, umso selbstbewusster wurde ich und umso mehr konnte ich mich auch in die Gesellschaft oder in Freundeskreise einfügen. Du hast gesagt, so dass dir die Musik auch in der schwierigen Zeit schon sehr geholfen hat. Was genau konntest du denn mit Musik kompensieren? Naja, auf jeden Fall, wenn also ich bin jetzt gar nicht so ein Typ der Aggression. Ich bin eigentlich ein voller Mensch ohne Aggression. Also vielleicht habe ich schon viel drin, aber ich lasse sie nicht so raus. Und das will ich auch nicht. Und damals war es schon so, dass ich mich oft geärgert habe über meine Mitschüler und gedacht habe, okay, wow, das ist doch ungerecht, was tun die mir an? Konnte das aber nicht nach außen tragen. Und das konnte ich einfach dann abends oder nachts, wenn ich vor dem Computer saß, dann hat mich das einfach wieder runtergefahren. Dann konnte ich Musik machen, konnte kreativ sein und dann habe ich alles um mich herum vergessen und habe mich auf meine Songs konzentriert und auf meine Lieder, die ich geschrieben habe und konnte da total abschalten und war dann am nächsten Tag, wenn es wieder wieder zur Schule ging, war ich halt wieder auf einem normalen Null-Level irgendwie und konnte dann normal weitermachen, anstatt dass, wenn ich jetzt gar nichts gehabt hätte und ich hätte dann immer noch weiter drüber nachgedacht und wäre dann so aufgeladen, nächsten Tag wieder zur Schule gegangen, hätte das vielleicht noch böser enden können. Aber so hat mich das total abgelenkt und so habe ich das kompensiert auf diese Weise.
Und dann während deiner Lehre, war dir da auch schon klar, dass es nicht dein Ding sein würde und dass alles darauf hinausläuft, dass du tatsächlich Musiker wirst und damit dein Geld verdienst? Nee, um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen, das würde ich mir niemals zutrauen. Das habe ich nie gedacht. Das habe ich bis vor 10 Jahren nicht gedacht. Nee, ich dachte immer nur Musik. Musik ist dein Hobby und du machst das, du kannst das auch ganz gut, aber das wird niemals reichen, dass du damit Geld verdienst oder so. So gut bist du nicht. Das habe ich mir immer gedacht. Mach das irgendwie nebenbei und dann hast du deinen Spaß, aber dass du mit Geld verdienen wirst, dafür bist du nicht gut genug. So habe ich eher gedacht. Die Bankkaufmann-Ausbildung habe ich dann zu Ende gemacht und Musik habe ich aber weiter immer noch nebenbei gemacht. Aber ich war froh, dass sie zu Ende war und dann habe ich in einem Klamottengeschäft als Verkäufer angefangen zu arbeiten und da habe ich mich hochgearbeitet vom Lagerarbeiter zum Verkäufer und dann zum Filialleiter und das hat mir auch einen sehr großen Selbstbewusstseinsschub gebracht, dass ich dann auf einmal da meine 10 Angestellten hatte und ich war verantwortlich für die Filiale. Wir haben so Skatewear, so Baggies und Skaterschuhe verkauft und da habe ich auch so einen Sprung nach vorne gemacht und nebenbei immer Musik gemacht, aber Musik immer nur so eher als Hobby, weil ich einfach nicht den Glauben an mich selbst hatte, dass das so gut ist, was ich da mache, dass das wirklich mal was Ernstes mit Geld verdienen werden könnte. Kannst du dich daran erinnern, an das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, dieses Mädchen da, die ich auch ganz cool finde, findet mich heiß? Wann ich das Gefühl hatte? Ja. Das war halt bei mir eine Katastrophe. Ne? Das war echt eine Katastrophe, weil dadurch, dass mir diese ganzen Komplexe bewusst, also mir war ja das alles bewusst, ich habe mich auch im Spiegel gesehen und ich habe mir immer selber gesagt, okay, Olli, du kannst nichts dafür, du siehst einfach scheiße aus, finde ich damit ab. Und auch nicht geglaubt, dass sich das irgendwann ändern wird, sondern dass ich immer so aussehen werde und immer ein Außenseiter sein werde. Deswegen war es mit Frauen ganz schlimm. Ich habe mich ewig gebraucht. Ich war auch eh ein Spätzünder natürlich mit allen Sachen und habe ewig gebraucht, um Mädchen kennenzulernen, weil ich natürlich auch nicht das Selbstbewusstsein hatte, irgendeine anzusprechen oder so. Und bis ich meine erste Freundin, so richtig Freundin hatte, hat es echt gedauert, bis ich 19 war. Und das war aber wieder so ein Schlüsselmoment. Hättest du sowas wie eine Lebenshilfe oder einen Rat für Leute, denen es jetzt mit 13, 14, 15 ähnlich geht wie dir damals, wie sie damit umgehen sollen? Ich glaube, auf jeden Fall Kommunikation ist alles. Das habe ich vielleicht nicht damals optimal gemacht, weil ich war auch nicht in der Lage. Aber da muss man vielleicht auch mal über seinen Schatten springen und dann... Auch wenn das jetzt so ein bisschen doof klingt, aber dann wirklich auch mit den Leuten, die einem das antun, auch einfach mal fragen. Ey, sag mal, warum machst du denn das jetzt? Oder bei mir hat das sogar ganz am Ende von dieser Realschule, habe ich dann auch ein bisschen Mut entwickelt und habe damit auch angefangen. Und am Ende habe ich sogar dem einen oder anderen, der mich eigentlich gemobbt hat, dem habe ich Nachhilfeunterricht gegeben, tatsächlich. Weil die halt natürlich gecheckt haben, okay, auf der Realschule war ich dann total gut in der Schule, weil das auch dann eine Ecke leichter war als auf Gymnasium, hatte voll die guten Noten. Und ich habe da auch versucht, dann mit den einen oder anderen zu sprechen. Und das hat dann schon ein bisschen was gebracht. Und den habe ich dann auch nach der Schule ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben, was natürlich dann zum viel besseren Verhältnis geführt hat. Also Kommunikation mit den Leuten, die das betrifft, die das machen, einfach mal hingehen und sagen, ey Mann, ich bin doch gar nicht so verkehrt. Oder warum tust du mir das an? Ich bin auch ein ganz normaler Typ wie du. Ich glaube, ganz wichtig für so eine Menschen ist, dass sie in Sportvereinen sind. Von Sportvereinen halte ich immer noch ganz viel. Ich war damals auch im Tischtennisverein. Das hat mir geholfen und da war man unter Gleichgesinnten und da ging es dann auch nicht wie in so einer Klassendynamik, ging es auch nicht so um Hierarchien, sondern da haben alle Tischtennis gespielt und man hat Wettkämpfe gegen andere Städte geführt und da ging es nicht um Äußerlichkeiten, sondern ging es darum, wer am besten Tischtennis spielt. Ich glaube, so Sportvereine sind eine gute Sache und ansonsten auf jeden Fall mit den Eltern und mit den Lehrern sprechen, wenn es dann nicht anders hilft. Auf jeden Fall sprechen, das denke ich, anstatt alles in sich reinfressen. Okay, klar, ich hatte die Musik und die hat mir geholfen, aber ganz ehrlich, wenn man spricht, kann man da auch Lösungen für Probleme finden. Damit dann jeder möglichst schnell sagen kann, I am okay. Yes.
Yes. Vielen Dank fürs Gespräch, Oliver, und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke, Markus.